So, da haben wir es. 22. Dezember. Weihnachten minus zwei Tage quasi. Vorletzter Handelstag vor dem Feste. Wir schauen heute auf Brent, auf den DAX und auf Euro-Britisches Pfund. Das in der Planung und natürlich sehr sehr gerne auch den ein oder anderen wunschmarkt dazu bitte einfach rein in die chats auf zoom und auch auf äh, facebook und ich sehe schon hier auch die guten morgen grüße sowohl über zoom als auch über gotowebinar freut mich sehr dass das alles klappt hier und wie schon gesagt wunschmärkte gerne einfach rein und ich kümmere mich mit drum, bevor wir hier ins Webinar loslegen, wie immer, der Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit gehen wir in die Nachrichten rein. Ähm, heute gibt es ein bisschen was, ein bisschen Nachrichten haben wir bekommen ähm, vom Thema GFK-Konsumklima. Äh, bitte nicht von der grünen Zahl äh, verschrecken lassen oder verwundern lassen. Ähm, das ist auch nichts Gutes. Wenn wir mal sehen, die letzte Zahl war minus 6,8. Jetzt aktuell stehen wir bei minus 7,3, was das Konsumklima in Deutschland angeht. Die Prognose war zwar bei minus 8,8, aber das Ganze ist nicht sehr schön. Wir fallen in diesem äh, Bereich mittlerweile zum dritten Mal in Folge. Das ist aber auch ganz klar. Ähm, die Geschäfte sind geschlossen. Wir können nicht in die Innenstädte gehen. Das ist alles nicht so schön. Der ein oder andere macht sich schon auch Gedanken über seine Zukunft. Das sorgt dazu, dass die Konsumlaune ein bisschen schlechter wird, dass der ein oder andere das Geld erst einmal nicht ausgibt, sondern auf dem Sparbuch lässt, wie der Deutsche das gern tut. Und von der Seite her merkt man das. Tatsächlich an diesen Zahlen. Was gibt es heute Nachmittag? Es gibt ein paar Nachrichten aus den USA. Wir bekommen das BIP um 14.30 Uhr. Wir bekommen um 16 Uhr das Conference Board Verbrauchervertrauen auch hier ist das natürlich sehr, sehr wichtig, ein Wirtschaftstreiber für die USA. Das Ganze hier für den Monat Dezember. Jetzt haben wir ja natürlich die Entscheidung auch rausbekommen, dass es hier weitere Hilfen geben wird. Mal schauen, wie diese Zahlen werden, Der Konsens erwartet hier eine leichte Steigerung in diesem Bereich. Es wird interessant bleiben, aber wir sehen halt auch, dass, das, dass der Staat bzw. die FED ordentlich eingreifen. Der Senat hat jetzt das Hilfspaket auch beschlossen. Das heißt, die Dinge, die hier gestern von mir auch vorgestellt worden sind, mit 900 Milliarden ähm, Hilfspaket für die US-Wirtschaft, für die äh, Unternehmen, für die Bürger an sich, äh, das sind ganz klar ganz wichtige Dinge und von diesen äh, sage ich mal, ähm, Unterstützungen bekommen halt auch sehr, sehr viele Bürger in den USA etwas ab, deswegen wird das ein sehr, sehr breit gefächertes Programm sein und ich denke, das wird so ein bisschen sich auch auf die Wirtschaft mit auswirken können, um Schlimmeres zumindest abzufedern, weil auch in den USA ist die Lage mit Covid-19 momentan alles andere hier als entspannt. Das äh, zu den Conference Board Verbrauchervertrauen in diesem Rahmen. Was bekommen wir noch? 16 Uhr gibt es noch die Informationen zu den. Verkäufen bestehende Häuser. Ich denke mal, das wird jetzt für heute und kurz vor Weihnachten keine gravierenden Auswirkungen auf die Märkte haben. Aber auch hier muss man einfach sehen, wir sehen es, der Konsens geht hier äh, für den November äh, von äh, 6,7 Millionen ähm, aus. 6,85 waren es im Vormonat, also auch da rechnet man mit einem Rückgang. Und wenn sich das aneinander reiht, dann kann das durchaus auch zu einer gewissen Kaskade nach unten führen und das wäre dann natürlich wiederum etwas, das nicht ganz so günstig ist, aber auch hier abwarten und Tee trinken und nicht in Panik verfallen, das ist sehr sehr wichtig. 22:30 Uhr bekommen wir dann mal noch einen kleinen Einblick ins Thema Öl. Öl ja momentan weiterhin ordentlich im Korrekturmodus, deswegen schauen wir heute auch auf Brent, wir schauen auf DAX und Euro-Britisches Pfund, das gleich und wie schon gesagt, sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal äh, in die Charts rein. Ich mache direkt auch mal noch das Bild hier an dieser Stelle groß, damit jeder hier auch scharf sehen kann, was zu sehen ist sozusagen. Und zwar starten wir mal zunächst mit dem Blick in den DAX. Und den DAX konnte man gestern genauso äh, wie auch bei den US-Indizes, äh, ja, diesen schönen Anstieg hier nach oben kurzfristig traden. Also mit dem schönen Anstieg ähm, meine ich diese Kerze, wenn wir uns die mal näher anschauen wollen, hier an dieser Stelle kurzen Augenblick, ich zeige es mal kurz hier, diese Kerze meine ich. Hier hatten wir das tief vom Tag gehabt und dann ging es ordentlich kräftig nach oben hier bis zum Tagesschlusskurs. Ja? Wir haben eine heftige Kerze gehabt, ganz klar, ähm, aber es wurde halt über die Hälfte des Kursverlustes von unten nach oben wieder ausgeholt. Und das ist gerade ähm, für diejenigen Trader, die hier kurzfristig agieren, eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, denn der Bereich, wo das unten gedreht hat, ist halt ein wichtiger Unterstützungsbereich hier etwas über der Marke von 13.000 Punkten. Das ist hier oben. Was haben wir hier oben? Moment, wir müssen mal kurz schauen, in welche Region wir da reinlaufen hier. Das ist der Bereich um die 13.020 bis 13.030. Das ist ein Support-Level und das solche Level muss man als kurzfristiger Trader definitiv mit auf der Uhr haben, wenn man das Ganze vernünftig gestalten möchte. Wir schauen mal ganz kurz in die Stunde und in der Stunde sehen wir ganz klar, dass der Abwärtstrend weiter intakt ist. wir sehen es hier unten, der Markt schwimmt ganz klar nach unten rein. Jetzt haben wir hier im Kleinen einen Aufwärtstrend schon mal gebildet. Wir schauen uns das von gestern auch gleich nochmal an. Aber zunächst kurz hier natürlich die Situation, wie sieht es denn aktuell aus? Und da sieht es für die Long-Seite gar nicht so schlecht aus. Wir müssen allerdings auch konstatieren, wir sind weiterhin in einem sehr volatilen Markt und alles, was das Thema der Impfstoffe angeht, ist ein Bereich, der wirklich sehr, sehr, sage ich mal, sensibel für den Markt ist. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, ähm, in der wir einfach konstatieren müssen, dass der Markt Angst hat, ähm, dass hier sozusagen mit der neuen Virusmutation etwas kommt wovor man nicht geschützt ist. Und das merken wir natürlich an diesen sehr, sehr hohen Abgaben an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz, wir sind weiterhin äh, in einer Situation, wo wir auch wissen, was nächstes Jahr kommt, ähm, dass gut und gerne eine Erholung erwartet werden kann. Und solange wir hier nicht sicher ist, dass der Impfstoff ähm, ähm, nicht wirkt, ja, und das ist ja genau der Punkt, was hier spielt, es äh, wird ja gesagt, dass die Impfstoffe auch wirken, dann kommen wir nämlich ganz schnell in die Situation, dass wir ähm, hier einfach nur eine panikreaktion gesehen haben und wir dann nach dem rücksetzer von gestern nach. Unten und dann die Korrektur nach oben durchaus die Chance haben auch weiter nach oben mit reinzulaufen Anlaufpunkte wären zunächst erst einmal natürlich hier oben das Zwischenhoch grob um die Marke 13.390 Zähler das ist wäre wichtig das muss nach oben rausgenommen werden und was wir da hier einfach sehen ist momentan auch ein ineinanderlaufen in zwei verschiedene Dinge und das muss man jetzt mal so ein bisschen einsortieren wie wir die Planung hier entsprechend steuern können denn wir haben. Hier schaut euch das mal an: ähm, in dem Bild von gestern Aufwärtsbewegung, abwärts. Das war die Trendbildung, und wir sind weiterhin verortet innerhalb dieses Aufwärtstrends. Und was wir hier auch sehen, ist, schaut mal, das ist ein kleines Zwischenhoch aus einer, sage ich mal, Gegenbewegung, die auch trendig nach unten geführt hat. Ne? Und das ist jetzt sozusagen die Umkehr ähm, des Ganzen. Und da sehen wir diese hohen Volatilitäten, diese Unsicherheiten des Marktes. Es ging nicht nur ein Stück nach unten mit einem Schlag, sondern man hat ja schon auch ein bisschen was getrendet. Und das ist das, was es immer ein bisschen schwierig macht. Aber das ist auch genau das, was kurzfristig agierende Trader entsprechend brauchen. Ja, Und jetzt sind wir hier in der Situation, dass wir umkehren können und da gehe ich einfach nochmal kurz in den 5-Minuten-Chart auch rein, denn das brauchen wir für das kurzfristige Trading und wenn wir da mal schauen wollen, einfach gestern, wir haben es gesehen, wir haben das auch besprochen an dieser Stelle, hier unten, schaut mal, dieser Bereich, das war das wichtige Support-Level, das hatten wir hier im Chart in der Entwicklung auch im Laufe des Tages schön gesehen, da ging es dann trendig nach oben, dann hat der Markt hier ein bisschen korrigiert und dann nochmal aufgesetzt und das Level, was wir hier unten hatten, dieser Dreh Bereiche unten knapp um die Marke 13100, naja 60 bis 70 dieser Drehbereich hier, wir haben es natürlich unten im Tief, das ist die 13140 und hier im Hoch, also dieses Schwungband, ja, das sind wichtige Bereiche und da muss man dann entsprechend einfach auch hinschauen wenn man das Ganze hier mitnehmen möchte. Und jetzt sehen wir halt auch im kleinen Bild, dass der Markt hier natürlich schon wieder sehr, sehr schön nach oben läuft. Und das nach oben laufen ist auch genau das, was jetzt so ein bisschen die Richtung vorgeben kann. Denn wir sehen jetzt der 5-Minuten-Trend. Schaut mal, das ist das Größere gewesen, was ich gerade entsprechend in der Stunde gezeigt habe. Und wir sehen aber hier auch untergeordnet diesen kleinen Schwungverlauf, den wir hier haben, wie die 5 Minuten hier nach unten gelaufen sind. Dann haben wir hier unten schön einen Doppeltop gemacht, äh, einen Doppelboden hier, so eine W-förmige Geschichte. Und jetzt laufen wir hoch und nehmen halt immer weiter wichtige Level raus. Und das ist jetzt das Schöne. Wir sind jetzt hier im Kleinen wieder in einem 5-Minuten-Trend nach oben hin ausgerichtet und wir haben halt jetzt ein paar Punkte oben rauf, die wir tatsächlich auch annehmen können. Das heißt, was jetzt kommt, sind hier diese Level 13.330, hier oben die, was haben wir hier liegen, ungefähr die 13.000, naja, 300, um die 60 Punkte Marke hier und dann können wir uns schon nach oben hin raufsetzen auf diesen Schwungbereich, um die 13.392 bis 13.400 Punkte Marke. Das ist dann das, was wir auf oben haben und wenn wir tatsächlich das obere hier rausnehmen, diesen Drehbereich oben rauf, dann haben wir auch gute Karten, dass wir weiter hochlaufen hier in diesen Zwischendrehbereichraum um die 13.000, naja 450, 440 bis 450 oben rein, ähm, das ist dann natürlich interessant, diese Marker, die wir hier oben haben und dann geht es schon auf die 13.500. Also wir haben durchaus deutlich Potenzial zur Oberseite, wenn, wenn der Markt tatsächlich den Schub nach oben schafft. Und das ist halt das, was momentan noch so ein bisschen unsicher ist. Aber wir sehen halt, auch wenn wir uns diese heutige Tageskerze schon mal anschauen, dass wir zwar ein bisschen wackelig unterwegs sind, aber schaut mal, auch hier wird schon wieder von unten nach oben gekauft. Und wenn wir hier sozusagen über das Tageshoch von heute aufsteigen, dann haben wir gute Karten uns weiter. Nach oben zu entwickeln. Das heißt, wir müssen hier an dieser Stelle einfach mal nur ein bisschen schauen, was die kleinen Trends machen. Und dann können wir uns wirklich sehr, sehr schön an dieser Stelle mit orientieren. Das zum DAX. Und damit schauen wir mal rüber zum Öl. Heute nicht in Form vom WTI, sondern ne, wir sind ja hier flexibel. Wir gucken heute mal auf Brand. So. Und da haben wir Brand sozusagen mal im Tageschart liegen. Und wir sehen hier im Brand wie ich das gestern auch im WTI gesehen habe einfach ein Korrekturmodus ja und der Korrekturmodus hier ist absolut alles im grünen Bereich. Der Markt ist nach unten gelaufen, ähm, rübergedreht und wo hat er aufgehalten? Das ist halt wieder mal das Interessante. Schaut mal hier in einem sehr, sehr wichtigen Support-Level hier gestern um die 49.12 in etwa. Ähm, das ist genau das Level, was wir hier an dieser Stelle brauchen und wo wir das Ganze sehen. Und wenn ich das mal kurz noch etwas kleiner machen darf nochmal. Wir sehen es natürlich auch hier an dieser Stelle. Wir haben hier einen Schwungbereich. Ne? Oben hin weiter der nächste Widerstandsbereich um das Level von 54 US-Dollar. Und unten haben wir den Auffangbereich, diesen Boden hier an dieser Stelle. Äh, und der liegt halt nun mal da, wo er liegt. Und zwar hier unten. Und genau da sind wir gestern aufgesetzt und wieder nach oben gedreht. Also hier. Von der Seite hin ist weiterhin alles wirklich in Ordnung äh, auf der Long-Seite. Wir müssen aber schauen, was passiert auf der Unterseite. Und das ist das, was wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, denn wir sehen es halt. Im Tageschart, wenn dieses Level von gestern abverkauft werden sollte, dann müssen wir schauen, wo es weiter nach unten reingeht. Und dann fallen wir halt unten rein. Und die nächstgrößeren Anlaufpunkte sind einmal hier das Zwischentief bei 4672 und dann hier dieser Auffangbereich um die 46 US-Dollar. Und was ist das Ganze dann auch einzusetzen? Natürlich hier, das ist alles im Rahmen der Korrektur. Im großen Maße, ne? wenn wir mal den großen Aufwärtstrend hier nehmen wollen, der ist halt hier am Laufen und der kann halt auch korrigieren. Das ist übrigens auch etwas, das ist dann für die aktiven Trader sehr, sehr, sehr interessant. Sollten wir tatsächlich um das Tagestief von gestern fallen, dann wird es interessant zu schauen, wo wir unten reinlaufen können. Aber wie schon gesagt, noch ist es nicht so weit. Das wird erst entschieden, wenn wir unten drunter durchlaufen. Deswegen schauen wir hier einfach mal in den Trendverlauf rein, in den größeren. Ich gehe mal kurz in die vier Stunden. Das ist etwas weniger verwirrend für den einen oder anderen. Da sehen wir nämlich hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir sind hier gestern nur in eine sehr, sehr tiefe Korrektur reingelaufen und jetzt kommt es halt so ein bisschen drauf an, was der Markt hier draus macht. Ne? Dann haben wir nämlich jetzt an dieser Stelle zwei Möglichkeiten, die hier kommen können. Die erste Möglichkeit ist, dass wir hier das Tief haben wir hier die Korrektur gesehen haben und der Markt unten drunter abrauscht. Wenn das passiert, haben wir natürlich einen Gegentrend und dieser Gegentrend hat dann Anlaufpunkt und da können wir uns sehr, sehr schön in der korrektiven Phase auf den tieferen ähm, ähm, Zwischenlows sozusagen oder auf den Swinglows sozusagen orientieren. Da haben wir das nächste liegen um die 48, dann haben wir hier das Zwischentief, was wir gerade auch auf Tagesbasis gesehen haben, bei 46,72 und dann haben wir hier so einen so Schwungbereich, wo, wo doch einiges liegt in diesem Bereich, was man hier mit, mit sehen kann. Das ist der grobe Schwungbereich um die 43 bis 43, 50, 60 oben rum. Das ist ein Bereich, der ist deutlich tiefer. Und das kommt dann ins Spiel, wenn wir hier tatsächlich sozusagen die Abwärtsphase sehen. Kommt es aber anders, kommt es dazu, dass wir hier ein zwischenzeitliches Hoch gesehen haben nach dem ersten Schub nach unten, wir, den wir hier gehabt haben, sozusagen jetzt die Gegenbewegung, nochmal eine kleine Korrektur und wir dann nach oben laufen, ja? dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders drauf und das ist halt auch eine Sache, wo wir dann sehen, wenn der Markt tatsächlich drüber geht, hier haben wir ein ganz, ganz kleines Widerstandslevel hier oben, ne? seht mal, das ist das, wo der Markt hier so ein bisschen rumgedreht ist, wo auch das Gap unten durchgerissen wurde sozusagen, wenn dieses Level tatsächlich gekauft wird. Das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen. Und dann können wir uns relativ schnell wieder fokussieren auf die Oberseite. Und das, was wir dann nach oben hin sozusagen sehen, ist erst einmal ganz klar: das Zwischenhoch um die 52, 42. Und dann laufen wir halt in das rein, was ich gerade auf Tagesbasis gesagt habe, sozusagen genau das, was wir hier sehen, dass dieser kleine Aufwärtstrend sich weiter nach oben entwickelt und dann können wir uns mal hier oben im Bereich der 54 US-Dollar auch mit ansiedeln. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was der Markt hier macht und ich weiß genau, wie schwierig das für den ein oder anderen äh, Trader ist, der sich sagt, ich möchte gerne auch diesen Trend hier traden, äh, hier unten zu warten, ob es nach unten geht oder nicht. Das ist sehr, sehr schwierig, das weiß ich selber. Aber genau da ähm, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja? Wer so etwas durchhält, solche Phasen wie jetzt und sich sagt, nein, ich einfach ab bis der markt mit die entscheidung abnimmt der hat halt auch gute karten weiter nach oben zu laufen derjenige der hier unten immer kalte füße bekommt was soll's der wird es nicht schaffen das ist leider so das habe ich oft genug erlebt ich kenne es aus der eigenen erfahrung wenn man das aber einmal sich angewöhnt hat antrainiert hat dort cool zu bleiben ja, dann ist doch alles okay. Ne? Und dann passt das Ganze. Und wenn wir mal sehen, wo wir mit dieser initialen Trading-Idee herkommen, dass wir hier unten bei Kursen knapp über 40 das Long-Signal bekommen haben, der nächste Einstieg hier gesehen haben bei um die 44 und wir jetzt bei, naja, gut 50 Dollar stehen, da ist halt einfach auch ein Gewinnpuffer da. Und das sollte so ein bisschen auch beruhigen. Aber. Wie schon gesagt, das muss jeder für sich selbst rausfinden, wie das Ganze läuft. Und damit ist hier entsprechend alles im grünen Bereich. Das ist zum Crude Oil, zum Brand. Und da gehen wir noch mal ganz kurz aufs WTI. Na, und da sieht man, ähm, ich habe jetzt umgeschalten äh, ins Bild hier rein und man sieht äh, rein vom Bild ja keinen großen Unterschied an dieser Stelle. Ähm, das liegt einfach daran, dass das Ganze momentan relativ parallel läuft. Aber auch hier an dieser Stelle, es ist wie es ist. Wir sind hier weiterhin im Aufwärtstrend verortet. Das sieht man sehr, sehr schön hier an dieser Stelle. Kurzen Augenblick, ich räume mal etwas auf, ähm, dass wir das hier haben und wir sehen es halt auch hier. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Der Bewegungstrend einfach nur ein bisschen korrigiert. Wenn wir hier auch mal, auch, ich gehe auch hier nochmal in den, in den 4-Stunden-Chart rein, da sehen wir es einfach auch hier. Der Aufwärtstrend ist intakt und wir haben auch hier entsprechend die Chance nach oben zu laufen. Wenn der Markt es schafft, hier stark zu bleiben und hier drüber zu laufen, über dieses Level, über die 48 Dollar, dann haben wir gute Karten hier erst einmal zunächst über das Zwischenhoch, um die 49, 35 durchzustarten und uns dann weiter zur Chat-Oberseite zu orientieren. Wie schon gesagt, das ist der laufende Aufwärtstrend. Der ist intakt, der hat sehr tief reagiert, aber ist nicht gebrochen worden und das ist erst einmal auch ein gutes Zeichen, dass der Markt hier entsprechend doch relativ robust nach dem Rücksetzer ist. Wir werden halt sehen, wie es weitergeht, wenn wir es hier oben über das Zwischenhoch schaffen. Dann haben wir gute Karten zur Oberseite, prallen wir aber wieder ab nach unten hin. Ja, dann müssen wir uns einfach zur Unterseite orientieren. Da müssen wir halt einfach wissen, okay, jetzt geht es erstmal in die Korrektur und dann entsprechend die Ämter-Setups hier mit reinnehmen. Gut. Das wäre es zum Öl und damit schauen wir in die Währungen rein. Und da habe ich mir heute mal ähm, das britische Pfund, also Euro-britisches Pfund äh, Euro, rausgesucht. So rum. Jetzt muss ich das Fenster nochmal kurz neu aufmachen. Kurzen Augenblick hier. Marktübersicht, Euro-britisches Pfund. Da ist es. Neues Chartfenster. So, da haben wir es da. Hier ist er. Machen wir mal schön groß das Ganze. Ich schicke das Ganze gleich mal noch in den passiven Modus. Zack, von aktiv auf passiv. Da haben wir es. Und damit geht es hier entsprechend weiter ähm, mit dem Währungspaar Euro-Britisches Fund. Wir gehen mal ganz kurz in den Tageschart rein. Ich will nur mal ganz kurz zeigen, worauf es mir hier ankommt. Und zwar ähm, sehen wir ja, dass der Markt momentan ziemlich stark hin und her schwankt. Und was wir auch sehen, ist, dass wir hier oben äh, um die Marke von 0,92,20 in etwa doch ein ziemlich starkes. Starkes Widerstandslevel haben, wo der Markt oben reingelaufen ist und immer wieder abverkauft hat. Das sehen wir jetzt hier. Und wir haben gestern einen, auch hier einen hochvolatilen Markt gehabt, der jetzt nach unten gelaufen ist. Und das ist jetzt aus meiner, von meiner Warte her aus kurzfristiger Sicht eine sehr, sehr interessante Story. Denn wenn wir uns mal kurz den kleineren Zeitrahmen anschauen, schaut mal hier an dieser Stelle. Ich habe das mal einfach durch das MTO in Live einblenden lassen. Das war die trendige Phase nach oben. Die wurde gestern rausgenommen. Jetzt sind wir hier hochgelaufen, haben hier oben unter hoher Volatilität. Ein tieferes Hoch gemacht und jetzt sehen wir schon wieder einen Abverkauf. Und das ist jetzt das Hochinteressante an dieser Stelle, denn hier. Das Zwischentief von gestern wird da echt interessant. Denn wenn der Markt hier runterfällt, haben wir im untergeordneten Bereich schön den Abwärtstrend in seiner Fortsetzung. Was wir unten dann haben, wäre erstmal zunächst das Level hier vom Gap Close, wenn wir hier mal davon ausgehen, hier, dass da ist die Kurslücke gerissen worden, ne? etwas über 90,50, 09050. Ähm, das ist sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und wenn das nämlich das Ziel ist, haben wir hier erstmal den Gap Close, wenn wir um das Tagestief von heute drunter laufen. Und dann können wir uns weiter nach unten orientieren, hier zum Tief sozusagen des Freitags. Das ist die Marke um die 0,90, 20, 22 in diesem Drehbereich. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im kleineren Bereich an, denn wir haben hier schon die erste Abwärtstendenz da. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Wenn sich das tatsächlich nach unten sozusagen abfrühstückt, dann sehen wir auch mal hier. Ich habe das, was ich jetzt gerade gemacht habe, im Tageschart ja gemacht. Schaut euch mal an, wie gut das Ganze hier im Stundenchart trifft, wo wir hier Hoch oder beziehungsweise Anlauftiefs haben. Und das ist halt das Interessante hier, gerade in diesem Währungspaar jetzt, wenn der Markt tatsächlich unten drunter läuft, dann könnte es relativ flott nach unten hindurchrutschen. Das heißt, dann hätten wir hier oben in diesem Bereich, Moment, das war das falsche Zeichentool, weg hier, das Kästchen wollte ich haben. Schaut mal, dann hätten wir hier oben. In diesem Bereich um die 0,91, 35, 36 knapp das Zwischenhoch gemacht. Ja, und was haben wir hier? Den Trend nach unten. Schaut es euch an. Hier. Und da kommen wir sozusagen jetzt raus hier. Aus dieser bärischen Flagge hier. Die ist hier gezogen worden. Schön nach oben. Da sind wir ausgebrochen. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier unten drunter durchlaufen. Also hier sozusagen diesen Trend nach unten fortsetzen. Das wäre wirklich die Sequenz die sich dann nach unten öffnet Trend Fortsetzung hier auf der Stunde nach unten gerichtet und die Anlaufmarker die wir dann da haben ganz klar hier die Zwischentiefs sind etwa und das Level, was wir hier unten drinnen haben, ist auch ein Level, wo wir hier einen Support bekommen hatten. Und wenn der dann abverkauft wird, ist das ganz klar ein Zeichen, dass wir durchaus weiter deutlich tiefere Notierungen sehen. Und da haben wir die nächsten Orientierungspunkte halt ganz klar auch auf der Unterseite mit drauf hier. Schaut es euch an. Einmal ein Swinglow um die 0,9022 und dann können wir uns schon hier ganz, ganz unten orientieren mit Kurse deutlich unter 0,89. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier nochmal im kleinsten anschauen wollen, das heißt, hier gehen wir nochmal jetzt in die 5 äh, Minuten rein. Sehen wir, der Markt trendet hier massivst nach unten. Ja. Und wir sehen auch, dass der Ausbruch aus äh, diesem korrektiven Muster, das wir hier gehabt haben, also hier war sozusagen die Flagge gewesen. Wenn wir das hier sehen, also hier grob eingeskizziert, das ist die Flagge, die wir hier hatten, die Unterseite, da sind wir trendig unten rausgelaufen. Und wir sind jetzt halt hier unten wieder in einem Level momentan angekommen, was so ein bisschen. Hier eine mehrfach unterstützte Region war. Jetzt sind wir hier in eine weite Bewegung reingelaufen. Und wenn das Ganze dann sozusagen von unten wieder rumdreht, also hier, das, was wir hier als initialen Schub nach unten hatten, was wir dann in den Durchlauf gesehen haben nach einem kleinen Rücksetzer, in die Trendentstehung, Korrektur, weite bewegen. Wenn wir jetzt hier sozusagen die Korrektur nach oben sehen und dann rumdrehen nach unten hin, das wäre halt wirklich das Hochinteressante. Und dann haben wir hier als nächsten Anlaufpunkt mal hier diesen Bruchbereich. Also das hier oben, dieses Level, ist jetzt natürlich der Widerstandsbereich. Und diesen Widerstandsbereich, den gilt es jetzt mal zu auszumachen. Also hier grob die Marke, um die die 0,9110, hier dieser Drehbereich, wenn es dort reinläuft und wir da direkt wieder rumdrehen, das wäre eine schöne Fortsetzung zur Unterseite hin. Und da kann man auch im Kurzfristbereich direkt hier ähm, die shortseite dann entsprechend spielen und das Ganze nach unten durchziehen. Und wenn das Ganze hier nach unten durchgezogen wird, mit Blick auf die Stunde sehen wir halt, dann geht es erstmal zum heutigen Tagestief hier unten rein. Hier grob die Marke um die 0,9088 und dann können wir uns weiter nach unten orientieren. Die Level haben wir ja gerade besprochen. Das ist der Blick in euro-britisches Fund. Jetzt schaue ich mal ganz kurz ähm, in die Fragen rein. Was haben wir hier? Ähm, Punktlandung beim WTI-Öl genau auf Daily äh, SMA20 abgeprallt. Ähm, könnte schon die Umkehr äh, sein? Oder was meinen Sie? Ich glaube, darauf habe ich gerade gesprochen. Äh, da bin ich ja gerade im WTI drauf eingegangen dass wir das sehen, dass wir hier den Weg nach oben gefunden haben und dass der Markt durchaus die Chancen hat, raufzudrehen. Also sehr, sehr gut hier nach oben gelaufen, schön beobachtet. Das hatte ich ja gerade gebracht. So, was haben wir hier noch? Gut. Hier kriege ich eine Frage, wie viele Stunden ich pro Tag durchschnittlich aktiv im Trading äh, unterwegs bin sozusagen. Äh, hier wurde gefragt auf der Tickmill-Plattform, ähm, aber ich ziehe das einfach mal komplett ins Trading auch rein. Ich fange morgens so gegen 6.30 Uhr an. Äh, da mache ich die finale Vorbereitung für die kurzfristigen Handelsideen bzw. für die Swing-Ideen die wir hier in dieser Seite sehen, das ist das, was ich anstelle, also was ich morgens dann mache, dann geht das Ganze so Stück für Stück entsprechend in, ja, sag ich mal, den Tag hinein, ja, dann gibt es so Mittagspause, so ab, naja, grob 12 Uhr wird es ein bisschen ruhiger, 11.30 Uhr, 12 Uhr, dann geht es um 14 Uhr, geht der Markt deutlich weiter, da wird es dann auch wieder bei den Indizes und bei den Währungen interessant an dieser Stelle. Ja, und dann äh, so ungefähr bis, naja, grob 18 Uhr. In etwa, das sind so die Zeiten, an denen ich hier live an den Märkten arbeite und immer mal wieder nach Handelsideen schaue, die hier für mich interessant sind und die auch für den Folgetag weiter interessant sein könnten, weil viele Bewegungen die wir in den Nachmittags- bzw. Abendstunden sehen, die dauern halt in den nächsten Tag auch rein, weil wir wissen, dass ja alles, was so am Abend auch ein bisschen kommt, das ist dann in Anführungsstrichen nur noch äh, US-Handel sozusagen, da sind die anderen ja raus, ja? London ist raus, Deutschland, also e die EU, also Europa ist entsprechend raus, Nachthandel gibt es dann in Japan so ein bisschen, aber dann am nächsten Morgen kommen dann sozusagen. Die Europäer und die Briten wieder rein, die den Markt dann weiter voranschreiben und durchaus die Tendenzen sozusagen des Abendhandels in den USA auch weiter nach vorne schreiben. Also zumindest vorantreiben, ob jetzt nach oben oder nach unten. Und das sind so ein bisschen die Sachen, wo man, wenn man da permanent auch am Ball bleibt, wo man so gewisse Sachen ähm, auch einmal am Laufen hat, dann kann man darauf aufbauen. Also, das ist so mal ein bisschen grob das Ganze. So, das wäre die Frage. Und dann haben wir noch eine Frage. Ähm, Gold, yes sir, wir schauen auf Gold. Das liebe Gold, es glänzt, es glänzt, es glänzt. Ah, wartet, hier haben wir Gold. Es glänzt, es läuft nach oben. Hier, ja, wir sehen es, kleiner Aufwärtstrend ist schon wieder da. Hier läuft es schön nach oben. Wartet mal, ich mache mal kurz noch die runden Marken raus hier an dieser Stelle. Das haben wir hier. Das Gold, es glänzt. Ähm, wir haben mal wieder eine Attacke nach oben versucht. Ich mache mal ganz kurz hier den kleineren Zeitrahmen raus, ähm, da den größeren rein. Also passt mal auf folgendermaßen. Gold ist momentan in einem Findungsprozess. Also ich, ich beschreibe das jetzt mal so in dieser Art und Weise als Findungsprozess. Denn äh, wenn wir uns mal das, das große Bild anschauen wollen, sind wir immer noch in der, sage ich mal, groben Situation. Dass wir hier in einem Abwärtstrend verortet sind. Jetzt wird der ein oder andere fragen: Na Momente mal, Seidel, hier ist doch auch noch ein Zwischenschwung gewesen hier rein. Ne? Ja, der ist natürlich da. Aber wenn man das in diesen großen Kontext einsetzen möchte, muss man einfach wissen, dass sich der große Trend ja erst hier unten fortgesetzt hat und wir sind nun mal nicht unter das Zwischentief gefallen. Das heißt, das, was wir hier sehen ist der Bewegungsarm aus dem letzten Schub raus. Ja, das kann man zum Trading nutzen. Das ist auch sinnvoll, sowas zu nutzen. Nur ähm, wir sind halt auch in einem sehr, sehr wichtigen Bereich jetzt schon wieder ins Stocken geraten. Nämlich hier oben das Widerstandslevel, hier das Zwischenhoch. Da sind wir hier rangekommen, in die Korrektur gegangen. Gestern durch diesen hochvolatilen Tag kurz drüber gelupft und dann haben wir sofort wieder abverkauft. Und jetzt sieht es auch schon nicht so schick aus. Das heißt an dieser Stelle, wir haben zwar ganz klar an diesem, in diesem Chart jetzt hier, auf der Tagesbasis wieder einen Aufwärtstrend am Laufen. Der ist zu sehen. Der hat auch gute Chancen fortgesetzt zu werden. Hier unten hatten wir gestern das Zwischentief. Wenn es da wieder nach oben geht, haben wir gute Karten, oben rauf zu laufen und das ganze Level hier dann tatsächlich rauszunehmen. Also so grob die Drehmarke um die 1895. Das ist da. Und dann gibt es halt dann als nächstes die Chancen, hier oben rein zu laufen. Also Richtung 1968, 70 hier oben rein. Also hier dieser, dieser Drehschwungbereich. Und das ist halt dann auch ein Level, was wir von hier drüben sehen. Wenn wir da dieses Level tatsächlich... Auch rausnehmen, dann nehmen wir halt auch mit Bezug auf diesen kleinen untergeordneten Abwärtstrend, der hier an dieser Stelle sozusagen sich so ein bisschen nach unten geschoben hat, ähm, natürlich raus und dann können wir uns weiter auf der Oberseite orientieren. Also die Ziele auf der Oberseite, äh, die gehen uns hier jetzt nicht zwangsläufig aus. Also da ist schon noch einiges da, aber momentan sozusagen hat der Markt sich immer noch nicht entschieden, ob er wirklich hier oben diese höheren level anlaufen möchte ähm, oder ob er nach unten läuft. und das ist so ein bisschen ähm, das gebilde, wo man sagen muss, hier die entscheidung ist nicht getroffen worden. Ja? aber wir sind nun mal verortet in diesem ganzen und wenn wir im kurzfristigen bereich das ganze ähm, mal hier sozusagen, äh, ja, wie soll ich sagen, Analysieren möchte, dann gehen wir mal ganz kurz in die Stunde rein, denn in der Stunde sehen wir halt, dass der Markt diese, diese hohe Unentschlossenheit momentan auch aufzeigt, denn äh, hier, ich skizziere es mal eben auch an, das war sozusagen schön im großen Bild hier der Aufwärtsschub oder ist der Aufwärtsschub sozusagen rein hier nach oben hin. So, da haben wir jetzt das und gestern ist es halt im kleinen Bild passiert, dass wir hier an dieser Stelle unter das Zwischentief gefallen sind, haben also diesen Aufwärtstrend. Hier rausgenommen. Jetzt sind wir hier hochgelaufen. Jetzt kommt es halt ein bisschen drauf an, was der Markt macht. Im kleinen Bild trennten wir hier schon wieder nach unten. Haben also einen Abwärtstrend gemacht. Und wenn dieser sich fortsetzt, ja, dann passiert halt das, dass wir hier unten durchlaufen sozusagen und den Abwärtstrend machen, der sich dann auf der Unterseite orientieren kann. Und da haben wir halt hier diesen wichtigen Drehbereich um die Marke von knapp 1845. Also das, was wir hier in diesem Bereich haben und dann hier unten. Das Zwischenlevel hier, ich. Skizziere es einfach auch mal hier kurz an: ähm, der Drehbereich hier unten, dieser Supportbereich so um das Drehlevel 1820 bis 1825. Das liegt dann hier unten. Also, da hat Gold sich noch nicht entschieden. Wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis, wie schon gesagt, anschauen, mal ähm, dann haben wir schon durchaus die Chancen, ähm, äh, irgendwann mal rumzudrehen. Aber äh, solange wie der Markt sich noch nicht entschieden hat, was er nun macht, ob er hier tatsächlich dieses Level unten als Support akzeptiert oder dann schon wieder rumdreht hier ähm, und die abwärtsrichtung wieder annimmt und dann den größeren abwärtstrend hier angeht das muss man so ein bisschen sehen an dieser Stelle äh, und das ist halt aktuell die unsicherheit die wir hier haben also das ist das was das gold sozusagen macht das hin und her geht weiter das ist interessant für aktive trader das hatte ich ja gerade im kleinen bild gezeigt für die swing trader die auch aufs ganz ganz große bild setzen es hat sich an der ganz ganz großen lage ähm, jetzt noch nichts geändert das heißt wenn wir hier mal ganz kurz in den Wochenchart auch reingehen ähm, und wir uns das ganz große Bild mal anschauen wollen. Hier, wartet mal mal gucken, ob ich das irgendwo eingezeichnet bekomme. Nee, das zieht da jetzt nicht raus an Daten. Ähm, nehmen wir mal das noch nochmal. Dann haben wir hier halt jetzt an dieser Stelle ähm, ja. Die Verortung innerhalb des Aufwärtstrends. Also, ich male jetzt mal den ganz, ganz großen rein. Hier gab es die erste initiale große Aufwärtsbewegung, was ich im Kästchen drinnen habe. Und daraus ist dann sozusagen auch der Trend geworden. Na, Moment jetzt hier. So, jetzt ist es richtig. Also, hier. Der große Trend sozusagen, der sich hier ähm, ganz, ganz deutlich, ganz, ganz massiv auch nach oben schiebt. Diese letzte Riesendynamik, die wir hier gehabt haben. Und das sehen wir halt auch hier, was sich im untergeordneten Bereich nach oben schwingt sozusagen. Das ist das schöne Level, was wir hier an dieser Stelle auch sehen. Ne? Das haben wir hier. Hier gab es ein bisschen hin und her. Innerhalb dieser Außenkerze hier schön der große Schub nach oben. Und das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist halt einfach die korrektive Phase an dieser Stelle. Und das ist halt das, wir sind hier in der Woche, das kann man gut zum Traden nutzen. Aber der Markt ja, hat halt hier immer noch nicht so richtig seine Richtung gefunden beziehungsweise ist halt immer noch hier in dieser korrektiven Phase gefangen, was sich hier so nach unten trendet. Und solange wie wir da nicht durchaus rausgehen, ist das Hickhack weiter da. Und da muss man halt einfach für das große Bild ein bisschen entspannt sein. Was gut zu sehen ist, ist, dass dieser Bereich hier, dieser Auffangbereich, Moment, dass dieser Auffangbereich hier. Wo die Hochs hier drüben gewesen sind, wo wir jetzt hier immer mal wieder antesten, dass der halt nicht nachhaltig unterschritten wurde, dass wir hier zwar reingelaufen sind, aber direkt wieder hochgelaufen sind. Das gibt so ein bisschen äh, die Chance um das Ganze, aber wir wissen es halt auch hier, wenn wir mal das Hoch hier drüben nehmen, äh, wo wir hier übers Allzeithoch drüber gegangen sind, da gab es auch ein bisschen Gerangel. Dann ging es drunter, dann ging es wieder drüber, drunter, wieder drüber, dann deutlich runter. Ähm, dass es Gerangel geben kann und wir dann doch tiefer laufen, das wird sich zeigen. Das braucht etwas Zeit, aber für aktives Trading sehr, sehr gut geeignet im Moment. Das der Blick in Gold. So, schauen wir mal noch, was wir noch hatten. So, ja, genau. Hier kriegen wir noch die Info ähm, mit dem Hin- und Hergewackel der Märkte dass man das als Händler sozusagen irgendwann mal aushalten muss. Das ist tatsächlich die innere Stärke. Und ich sage dort an diesem Punkt jetzt hier einfach mal das, was ich auch den Teilnehmern von Coachings von mir immer wieder sage. Wir brauchen Prügel vom Markt, um sowas zu lernen. Ja, die Prügel vermarkt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die härtet uns ab, die macht uns ruhiger und die Prügel vom Markt ist genau das, was den langfristig erfolgreichen Trader von denjenigen aufgibt, der sich sagt: Börse ist nichts für mich. Ich lasse es lieber sein. ich nutze lieber das Sparbuch. Das ist okay. Diese Entscheidung kann jeder für sich selbst treffen und das ist auch wichtig, dass diese Entscheidung jeder sich von sich oder für sich selbst trifft und ihr werdet das sehen diejenigen, die es nachhaltig schaffen hier an den Märkten zu agieren, die werden es schaffen, diese Schwankungen in den Trends auch auszuhalten und dann einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Korrektur, die halte ich durch und wenn der Trend, den ich trade, bricht, gehe ich halt raus und wenn er hält, dann bleiben wir drinnen, da waren das nur Schwankungen und gut ist. Und für den Notfall gibt es einen Stopp und fertig. Das ist das, was das Nervenkostüm entsprechend hier an dieser Stelle auch stärkt. Und damit kann man dann umgehen. An dieser Stelle sozusagen nicht das Wort zum Sonntag, sondern das abschließende Wort für heute hier, für unsere Marktbesprechung am Dienstag. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Haben Sie einen erfolgreichen Trading-Tag. Und ich sage ciao, bis morgen früh. Und da nochmal die Einladung. Wir können morgen ein bisschen Freestyle machen. Also. Viele, viele, viele Fragen. Würde mich wirklich freuen. Ich weiß, wir haben mir ja viele Zuschauer. Bombardiert mich morgen ruhig mit dem einen oder anderen Wert. Würde mich freuen, morgen, letzter Tag, vor Weihnachten und auch hier. Für mich persönlich der letzte Handelstag in diesem Jahr. Ich mache dann meine Bücher auch zu, betreue meine Positionen zwar am Rande weiter, aber da fasse ich kaum was an. Da geht es nur noch um das Thema, ähm, sage ich mal, Katastrophenstopp und alles andere machen wir dann im nächsten Jahr. Bis dahin, alles Gute und bis morgen 8.30 Uhr. Bye bye und danke fürs Zuschauen für heute.